Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Geraubtes Erbe: Wie afrikanische Kulturgüter in unsere Museen kamen. Von Professorin Bénédicte Savoy. Gehalten am 23. Oktober 2019 im Paulinum in Leipzig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr froh und glücklich, hier zu sein in diesem großartigen Raum und in dieser großartigen Stadt, die ganz direkt mit unserem Thema auch zu tun hat, wie ich tatsächlich noch heute früh an einer Briefmarken aus DDR-Zeiten visualisieren konnte oder fassbar machen konnte. Sie sehen hier eine Briefmarke von circa 1971, auf der einen Seite Deutsche Demokratische Republik steht, auf der linken Seite, und auf der anderen Völkerkundemuseum Leipzig, Bronzekopf Afrika. Und für alle, die sich in den letzten Monaten und Jahren vielleicht mit der Restitutionsdebatte, mit der sogenannten Restitutionsdebatte befasst haben, ist dieser Kopf auch sofort zu erkennen als eine sogenannte Benin-Bronzen, also ein Objekt, das 1897 anlässlich der Plünderung oder der Einnahmen der Stadt Benin City im aktuellen Nigeria nach Europa gebracht wurde. Ein Kopf unter Tausenden von Objekten aus dieser Stadt, wo seit dem 13. Jahrhundert Bronzegüsse in großartiger Fertigkeit entstanden sind. Und die haben sich die Engländer, die britische Armee, geschnappt, 1897 nach Europa gebracht. Und in Europa wurden die Benin-Bronzen über den Kunsthandel gehandelt. Was nicht in die britischen Museen kam, kam in großen Mengen nach Deutschland, nach Berlin und eben auch nach Leipzig. Und zu DDR-Zeiten war das wohl so, dass man sehr stolz darauf war. Jedenfalls haben wir hier einen Benin-Kopf, einen nicht besonders gut abgezeichneten, würde ich sagen, aber darüber können wir noch sprechen, auf einer Briefmarke. Es gibt in derselben Zeit auf westdeutscher Seite zum Beispiel Briefmarken mit der Nofretete drauf. Also ist die DDR hier in guter Gesellschaft, was das Präsentieren von fremden Werken auf Briefmarken ist. Ich mache gleich den Bogen von dieser Benin-Bronzen zu dem eigentlichen Einstieg meines Vortrages. Und zwar möchte ich mit zwei kurzen Filmauszügen beginnen. Der erste transportiert uns tatsächlich nach Benin City 1897. Es handelt sich um einen ganz kurzen Auszug eines Filmes von 2014 aus dem ja eigentlich weltberühmten nigerianischen Kino Nollywood. Dieser Film nennt sich Invasion 1897 und behandelt genau das Thema. Sie werden im Nachhinein hören, warum es mir wichtig war, damit anzufangen. Der Film beginnt damit, dass ein Student aus Nigeria, der gerade in London studiert, in einem Museum Benin-Bronzen entdeckt, also solche Objekte, und eins davon raubt, um es zurück nach Hause zu holen, und er wird verhaftet. Sie sehen gleich, was los ist. Let go! They belong to me! Let go! Let go! The artwork is mine! It belongs to my people! Benin in 1897. Genau, also Sie haben es gesehen, ein junger Mann ist von der Polizei gefasst worden, er steigt aus, und der ganze Film entfacht sich einerseits im Gerichtssaal. Es geht um die Frage, wem gehört dieses Kunstwerk? Er schreit gerade, ich weiß nicht, ob Sie es richtig gehört haben, es war noch leise. Ich schlage vor, dass ich es noch einmal, damit Sie den Text verstehen, noch einmal abspiele. Jetzt ist es schon laut, nicht wahr? Ich habe die Regie gesucht, aber sie versteckte sich hinten. Wir machen es nochmal. Also, schön laut jetzt. Let go! They belong to me! Let go! Let go! The artwork is mine! It belongs to my people! Benin in 1897. Diese Kunstwerke sind meine, sie gehören zu meinem Volk,
Und dann gibt es eine Rückblende zu den Ereignissen, die dazu geführt haben, dass diese Kunstwerke eben nach Großbritannien geführt wurden. Die Frage, wem gehört Kunst, wem gehören Kulturgüter, wem gehören Artefakte, gerade aus solchen kriegerischen Kontexten in unseren Museen heute, ist eine Frage, die nicht nur Afrika betrifft, sondern ganz viele andere Weltregionen, von Ägypten über Griechenland nach der Südsee. Aber wir beschäftigen uns heute nur mit Afrika und Sie werden sehen, dass es auch eine Besonderheit hat. Dieser Film zeigt uns, dass das Thema, dieser nigerianische Film, seit vielen Jahren, also nicht erst seit 2, 3 Jahren, als hier in Deutschland die Debatte aufkam, sondern seit vielen Jahren außerhalb von Europa sehr, sehr präsent ist. Es gibt Jackie Chan-Filme zu dem Thema einen großen Film von 2012. Es gibt diesen hier von 2014. Das heißt, diejenigen, die die Kunstwerke verloren haben, beschäftigen sich damit auch auf dem Level der Popkultur. Es ist kein Thema nur für Fachkreise, nicht nur für Wissenschaftler, nicht nur für Spezialisten in Museen, sondern ein Thema, das schon längst in der populären Kultur angekommen ist. Der beste Beweis dafür, dass das Thema so überall präsent ist, ist sicherlich ein anderer Film, ein neuerer Film, 2018 in die Kinos gekommen, Black Panther, den haben Sie vielleicht gesehen oder die eine oder der andere unter Ihnen hat den vielleicht gesehen. Dieser ganze Film ist ein sogenannter afrofuturistischer Film. Es geht um einen Science-Fiction-Film, um Afrika in der Zukunft und dort in Wakanda, in einem imaginären Land, entsteht eine Gesellschaft, die in der Lage ist, die Welt zu retten. Und die ganze Geschichte dieses Filmes beginnt in einem Museumssaal, in dem Augenblick, wo ein afroamerikanischer Schurke ein Objekt stiehlt aus einem Museum und weil dieses Objekt für ihn in seiner Perspektive, in seinem Kenntnishorizont kein Objekt ist, sondern etwas, was eine große Macht, eine große Energie besitzt, nämlich Vibranium. Das ist das Material und aus diesem Vibranium kann man die Welt retten. Ich mache es sehr, sehr kurz, gucken Sie sich diesen Film an. Ich zeige Ihnen die Schlüsselszene, die für uns Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker so wichtig ist und sie ist auch vielfach kommentiert worden, auch von den größten Denkern, Achille Mbembe oder andere große Philosophen aus Afrika haben schon zu dieser Szene Interviews und überhaupt zu diesem Film Interviews gegeben oder Artikel geschrieben. Wir sind also in einem imaginären Museum. Oh, Entschuldigung, es kommen nämlich Untertitel. Good morning. How can I help you? I'm just checking out these artifacts. It's on the expert. You could say that. They're beautiful. Where is this one from? The Bobo Ashanti tribe, present-day Ghana, 19th century. Right. And what about this one? One's from the Edo people of Benin, 16th century. Now, tell me about this one. Also from Benin, 7th century, in Fula tribe, I believe. Nah. I beg your pardon. It was taken by British soldiers in Benin, but it's from Wakanda, and it's made out of vibranium. Don't trip, I'm gonna take it off your hands for you. These items aren't for sale. Und so weiter. Die Szene ist deswegen so spannend, nicht nur, weil diese weiße, selbstsichere Kuratorin gleich sterben wird. Sie haben gemerkt, sie hat irgendwie Bauchschmerzen, ihr Kaffee ist vergiftet worden. Sie liegt gleich flach, also für die Action ist der Film oder die Szene interessant, aber auch, weil hier in wenigen Sätzen eigentlich die ganze Thematik, die die aktuelle Restitutionsdebatte oder überhaupt Museumsdebatte trägt, integriert ist. Wir haben es mit einem jungen Jugendlichen,
der sehr cool aussieht, der schwarze Haut hat und deshalb in der Szene davor auch sehr beäugt wird von den Wächtern. Er gehört nämlich nicht zum üblichen Museumspublikum. Er ist ein bisschen verdächtig. Dann fragt er eben diese sehr selbstbewusste junge Frau, die das Wissen hat, nach den Artefakten. Und ihr Wissen besteht aus Orten und Daten. Sie sagt nicht etwas über die Funktion, die Power der Objekte, sondern sie sagt immer ein Jahrhundert und ein Ort. Das ist das europäische Museumswissen, wenn man so will, oder das westliche Museumswissen dazu. Und dieser Junge kommt mit einem anderen Wissen, widerspricht ihr. Sie haben gemerkt, irgendwann sagt er, nö, das stimmt nicht. Und sie ist ganz schockiert, dass man ihr überhaupt widerspricht. Sie hat das Wissen. Das ist diese Deutungshoheit der Museen, die hier sozusagen präsentiert wird. Er kommt mit einem anderen Wissen und sagt, nein, nein, Sie irren, das kommt nicht aus Benin, das kommt aus Wakanda. Aber keine Sorgen, ich nehme Ihnen das gleich weg. Das ist das Zurücknehmen. Und sie nimmt ihn für dumm und sagt, das ist ja gar nicht zum Verkaufen. Und dann entfacht sich danach, kurz danach, noch ein kurzer Austausch. Da geht es darum, dass der Junge sagt, glauben Sie, es ist damals meinen Vorfahren abgekauft worden. Nein, es ist weggenommen worden, gewaltsam, etc. Hier sind wir im Kern unseres Themas. Und was ich mit diesen zwei Filmauszügen, das eine aus Nigeria, der eine Auszug aus Nigeria, der andere aus Hollywood jetzt, und beide Blockbuster-Filme, was ich zeigen oder sagen wollte, ist, dass das Thema kein Thema für kleine Kreise ist, kein Thema nur für Intellektuelle, sondern schon, jedenfalls außerhalb von Europa, überall sehr, sehr, sehr präsent ist. Und wenn Sie nach Amerika oder nach Afrika fahren, merken Sie das an den Diskussionen. Die jungen Leute wissen davon, zwar nicht im Fußnotensinne, sondern durch solche Filme. Was ich heute erzählen möchte, sind drei oder gestaltet sich in drei Kapiteln. Diese Kapitel nennen sich Fakten oder historische Fakten oder harte Fakten. Dann Akteure und drittens Déjà-vu. Sie werden gleich sehen, warum diese Schubladen so heißen. Ich beginne mit den Fakten, mit den rohen Fakten, mit statistischen Daten. Und zwar deswegen, weil in der Debatte der letzten zwei Jahre oft der Eindruck entstehen konnte, dass man sich kapriziert auf diese Kolonialzeit und dass es eigentlich nicht ganz fair wäre. Sie sehen hier ein Interview im Deutschlandfunk im Sommer 2017. Da beschwert sich ein Kollege, der großartige und große Kunsthistoriker Horst Bredekamp von der Humboldt-Universität darüber, dass die Sammlungsgeschichte Berlin 460 Jahre umfasst. Er sagt dazu, und in diesem Zeitraum hat es, in Klammern, nur 34 Jahre Kolonialherrschaft gegeben. Es kommt also darauf an, die Besonderheit der Sammlungen, die in Berlin und in Deutschland insgesamt zusammengekommen sind, zu erschließen. Es ist ein Spiel, allein und vornehmlich die Kolonialzeit in den Mittelpunkt zu stellen, und das findet in großem Umfang statt. Mit diesem Satz, mit diesem Statement scheint Horst Bredekamp sagen zu wollen, oder er sagt, die Berliner Museumsgeschichte ist sehr, sehr, sehr lang, und wenn man sich nur fokussiert auf diese 34 Jahre, ist es eigentlich nicht korrekt, nicht fair. Die 34 Jahre sind nur minimal wichtig in dieser langen Geschichte. Das stimmt natürlich rein zahlenmäßig gesehen. Was allerdings wichtig ist zu wissen, und das sind diese Fakten, ist, dass genau in diesen 34 Jahren fast alles, was aus Afrika und aus der Südsee nach Berlin, aber auch nach London, also oder nach Stuttgart, nach Leipzig, nach Hamburg, was Deutschland angeht, kam, genau in diesen 34 Jahren kam. Nicht davor und auch nicht mehr danach. Diese 34 Jahre sind die 34 Jahre der Völkerkundemuseen in Deutschland. Was Großbritannien und Frankreich angeht, dauert es ein bisschen länger. Ich komme gleich darauf zurück. Es ist also keine schlechte Laune, wenn man sich nur mit diesen 34 Jahren befasst. Das ist auch kein Spiel, sondern das ist die Geschichte, die wissenschaftliche Geschichte der Museen, der ethnologischen Museen
in Deutschland. Natürlich hat es davor schon seit dem 18. Jahrhundert einige wenige Objekte aus diesem großen Weltraum in Sammlungen gegeben. Die berühmtesten darunter sind vielleicht die Gegenstände, die James Cook in der Südsee während seiner Weltumsegelung gesammelt hatte. Die kamen schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts zum Teil nach Göttingen, zum Teil nach London, zum Teil nach Wien und beunruhigten dort schon ein bisschen die Ordnung der Sammlungen. Aber es war ein Moment in der Geschichte und es betraf auf gar keinen Fall Afrika. Zu diesem Zeitpunkt sind afrikanische Gegenstände in Sammlungen, auch in Universitätssammlungen, in sehr geringer Zahl vorhanden. Was noch in Sammlungen seit dem 18. Jahrhundert vorhanden ist, sind Gegenstände zum Beispiel aus Russland. Hier sehen Sie einen Schamanenmantel aus Sibirien, der auch in dieser Zeit nach Göttingen kam, als Geschenk eines Alumnus der Uni Göttingen, der das der Universitätssammlung geschenkt hat. Das gab es im 18. Jahrhundert, ein paar exotische, in Anführungszeichen, Objekte in europäischen Sammlungen, aber nicht in großer Zahl. Und der Bruch, der Moment, wo sich das radikal ändert, sind die Jahre 1884-85. Zu diesem Zeitpunkt, wie Sie wissen, findet in Berlin die sogenannte Kongo-Konferenz statt, auch Berlin-Konferenz genannt. Eine Konferenz, die unter der Leitung von Bismarck die Bedingungen der Teilung Afrikas unter den europäischen Mächten geschaffen hat. Hier auf dieser Karikatur, auf dieser französischen Karikatur, sieht man Bismarck, wie er an einem runden Tisch mit weiteren europäischen Staatsoberhäuptern steht und er schneidet einen Kuchen, die Buchstaben Afrique, also Afrika, trägt. Und hier wird suggeriert, dass eben die europäischen Mächte sich Afrika wie ein Stück Essen, also wie ein Kuchen, aufteilen. Das ist eine sehr weit verbreitete Karikatur. Ab jetzt, langsam, im Laufe von 10, 15 Jahren, werden die Kolonialreiche in Afrika besetzt langsam. Hauptsächlich von Frankreich. Sie sehen hier Le Domaine Colonial de la France auf einer Schulkarte der 30er Jahre und Sie sehen im unteren Teil, wie Afrika, wie die westliche Region von Afrika, von Frankreich besetzt ist. Darüber hinaus andere Weltregion. Wir interessieren uns hier aber nur für Afrika. Dasselbe gilt für Großbritannien. Großbritannien ist eher im Osten und im Süden des afrikanischen Kontinents präsent. Und Deutschland hat auch Kolonien oder weniger große Kolonien als England und Frankreich in Afrika südlich der Sahara. Das ist zweimal im Westen. Kamerun einerseits und Südwestafrika, das heutige Namibia andererseits und im Osten damals Deutsch-Ostafrika genannt, heute ungefähr Tansania. Ab jetzt ist und spätestens gegen 1895 Afrika eine Art Mosaik der europäischen Staaten, wie hier auch auf dieser französischen Karte gut zu sehen ist. Die Frankreich, England, Italien, Spanien, Belgien, Deutschland und Portugal haben Kolonien und die drei hauptsächlichen habe ich vorhin genannt. Und ab jetzt können sich diese Länder in ihren Kolonien direkt bedienen, wenn sie ihre Völkerkundemuseen, über die ich gleich sprechen werde, füllen wollen. Und tatsächlich entsteht oder werden ab jetzt sehr, sehr, sehr viele, wir sprechen eigentlich von Millionen insgesamt von Gegenständen, aber Zehntausende von Gegenständen von Jahr zu Jahr über verschiedene Reiserouten mit den Händlern, mit Kolonialbeamten etc. nach Europa gebracht. Was ich hier Ihnen zeige, sind zwei Seiten aus einem Verkaufskatalog einer Firma Umlauf mit 2 F, die in Hamburg sehr aktiv war im Handeln mit solchen Objekten. Und diese Firma Umlauf hat auch sehr viele Museen bedient. Das ist aber nur jetzt, damit Sie visuell einen Eindruck haben für die
plötzliche Präsenz dieser afrikanischen Kunst in Europa haben. Dieses Jahr 1885 ist auch aus der Perspektive der europäischen Museumsgeschichte interessant. Wenn man sich Berlin anschaut, wo seit 1830, also seit Anfang des 19. Jahrhunderts, die Museumsinsel sich entwickelt hat, passiert genau in diesem Jahr, wo in Berlin die Kongo-Konferenz stattfindet, die Auslagerung der ethnologischen Bestände. Und 1886 wird ein neues Museum eröffnet, das Museum für Völkerkunde, an einem anderen Ort außerhalb der Museumsinsel. Das könnte man ganz lange kommentieren. Ich lasse es kurz dabei bewenden. Ich zeige Ihnen nur das Gebäude. Das war an der aktuellen Stresemannstraße, also nicht weit vom aktuellen Martin-Gropius-Bau in Berlin. Ein prächtiges Gebäude, das zunächst relativ leer stand. Berlin hatte ein Völkerkundemuseum, ab jetzt ein eigenständiges, autonomes Völkerkundemuseum, das es zu füllen galt. Und dieses Museum ist der Vorfahre, ist die Wurzel, ist der Sockel, ist der Anfang des Humboldt-Forums, also der ethnologischen Sammlung, die demnächst ins rekonstruierte Hohenzollern-Schloss nach Berlin einziehen soll. Und das, was in Berlin der Fall ist, ist, in fast jeder Stadt in Europa, die ein ethnologisches Museum hat, der Fall. Sie sehen hier die Eröffnungsveranstaltung des Lindenmuseums in Stuttgart 1911, also gut zu erkennen, noch im Kaiserreich durch die Pickelhauben. Und dieses Lindenmuseum, was damals das ethnologische Museum, Lindenmuseum, eröffnet wurde, ist heute weiterhin existent. Das ist das heutige Lindenmuseum in Stuttgart. Und genauso geht es weiter für alle Städte. Für in Leipzig gilt das auch so. In Paris wurde das Musée d'Ethnographie du Trocadéro 1878 gegründet und daraus durch verschiedene Metamorphosen ist das Musée du Quai Branly Jacques Chirac entstanden, also dieses neue oder seit 20 Jahren neue Museum am Fuße des Eiffelturmes. Das Museum nennt sich nicht mehr Ethnologisches Museum, sondern Musée du Quai Branly. Also es hat eine Art Maske selber und ist sehr, sehr, sehr stark verbunden mit der Persönlichkeit von Jacques Chirac, dem ehemaligen Staatspräsidenten, der sich dieses Museum gewünscht hat. Aber das Musée du Quai Branly ist nicht neu, sondern ein Kind dieser Gründung von 1878. Man könnte das weiter und weiter betreiben. Ein letztes Beispiel wäre oder ist das Musée Colonial Intervuren bei Brüssel. Das nannte sich Musée Colonial, wie Sie an dieser Postkarte sehen. Das wurde 1897 gegründet und ist vor kurzem nach fünfjähriger Restaurierungs- oder Neukonzipierungsarbeit wieder eröffnet worden. Wieder eröffnet worden, eigentlich unter neuen Voraussetzungen, aber es scheint nicht wirklich zu klappen. Jedenfalls suggeriert diese Überschrift der New York Times, dass das Museum weiterhin ein rassistisches Image hat. Und die Frage, die hier gestellt wird, kann das Museum dieses schlechte Image ändern, ist offen. Was ich damit sagen will, ist, dass eben genau in dem Jahr, wo Afrika aufgeteilt wird, auch überall in Europa Museen entstehen, die sehr scharf darauf sind, ihre Sammlungen zu füllen, einerseits für sich selbst, aber andererseits in Konkurrenz zueinander. Paris blickt die ganze Zeit auf Berlin und sagt, ah, Berlin hat die größten afrikanischen und ozeanischen Sammlungen, wir müssen nachholen oder wir müssen bessere Budgets haben. Die Deutschen schauen nach London und beschweren sich, dass London mehr hat, etc. Es ist ein Wettkampf zwischen den europäischen ethnologischen Museen und die kleineren Städte, Stuttgart, Hamburg, Leipzig, die gar nicht so viel kleiner sind in ihren Sammlungen, konkurrieren auch um die Wette. In Frankreich sind diese kleineren Städte neben Paris auffälligerweise die Hafenstädte, Le Havre, La Rochelle, Rouen, weil die Schiffe direkt dort hinkommen und Sammlungen da entstehen. Diese Vergangenheit der Museen, diese koloniale Vergangenheit der Museen führt dazu, dass
zunehmend in letzter Zeit, und das zeigt auch diese Überschrift der New York Times, eine Art Unbehagen im Museum sich entfacht hat und immer mehr Besucher, Besucherinnen, vielleicht eher aus den jüngeren Generationen, irgendwie den Eindruck hatten, zunehmend, hier stimmt was nicht oder was zeigt man uns hier? Was ist die Geschichte dieser Objekte? Es sind zwar schöne Masken, schöne Fetische, wie man früher gesagt hat, oder Objekte, die ästhetisch anspruchsvoll sind, aber etwas wird hier verschwiegen, man versteht das nicht. Und aus dieser ganzen Geschichte ist das, was in Deutschland unter dem Begriff der Provenienzforschung entstanden ist, auch mit viel öffentlichem Druck. Sie sehen hier einen Abschlussbericht der Provenienz, ersten großen Provenienzforschungsaktion des Lindenmuseums in Stuttgart von Gesa Grimme verfasst. Das ist veröffentlicht im März 2018, und darin unter dem Titel Schwieriges Erbe zum Umgang mit kolonialzeitlichen Objekten in ethnologischen Museen, darin zeigt die junge Wissenschaftlerin, wie das Sammlungsprofil der Sammlung aus Namibia, Kamerun und dem Bismarck-Archipel ist. Und zwar hat sie sich angeschaut, wann sind die Objekte ins Lindenmuseum gekommen. Sie sehen hier vor 1900 fast nichts, nach 1920 fast nichts, und fast alles kam zwischen 1900 und 1920. Das sind diese 34 Jahre Kolonialherrschaft Deutschlands in diesen Regionen. Was die Kollegin auch gemacht hat, ist, dass sie sich angeschaut hat, durch welche Hände diese Objekte nach Stuttgart gekommen sind. Sie sehen es an den Farben. Blau ist das Militär, rot ist dunkelrot die Kolonialverwaltung und die Politik, grün ist die Kolonialwirtschaft, in hellrot sind die Missionen, also religiöse Priester, die dort unterwegs waren. Insgesamt sehen wir hier ein koloniales Sammlungsprofil. Und das, was hier für Stuttgart gemacht worden ist, wenn man das für Hamburg, für Leipzig, für Paris, für London machen würde, würde genau ungefähr genau dasselbe hergeben. Wir haben es mit Felwin Sarr, den Sie erwähnten, meinem Kollegen aus Senegal, mit dem wir ein Jahr lang an diesem Bericht gearbeitet haben, 2018 für Frankreich auch gemacht. Wir wussten nicht um die Arbeit in Stuttgart, aber wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Sie sehen hier die Regionen, aus denen die Objekte des Musée du Quai Branly, des Pariser Ethnologischen Museums, kommen. Die großen Kreise bedeuten also bei Tschad etwa, dass fast 10.000 Gegenstände aus dem Tschad, aus dieser Region nach Paris kamen, und die kleinen Kreise, wie zum Beispiel hier aus Tansania, bedeuten, dass weniger als 2.000 nach Paris gekommen sind. Insgesamt hat Paris 69.000 Objekte aus Afrika südlich der Sahara. Ich spreche jetzt nicht von Algerien, Marokko und Tunesien, die auch französische Kolonien waren. Und wenn man diese Herkunftskarte der Objekte in Paris anschaut und sie vergleicht mit dem Bereich, wo Frankreich seine Kolonien hatte, merkt man, dass die größten Kreise naturgemäß, möchte man fast sagen, aus den Regionen kommt, wo Frankreich eben Kolonien hatte. Die Aussparung von Nigeria ist zum Beispiel interessant. Hier, Sie sehen, aus Nigeria ist in Frankreich fast nichts, und das, was gekommen ist, ist sehr, sehr spät gekommen, in den 1990er Jahren. Es ist auf dem Markt gekauft worden. Diese Kongruenz zwischen Beherrschung bestimmter Räume in Afrika und Stärke der Sammlung findet sich in Stuttgart, findet sich in Paris, findet sich überall, und früher, bis zu den 70er Jahren, haben die Museen auch gar keinen Hehl daraus gemacht, dass es so ist. Ich zeige Ihnen das Vorwort zu einem kleinen, bescheidenen Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Der Katalog ist von 1969, und hier heißt es gleich zu Beginn: So liegen die Schwerpunkte dieser Abteilung naturgemäß geografisch bei den alten deutschen Kolonien und zeitlich in der Blütezeit des deutschen Kolonialismus, also zwischen 1890 und 1914. Und es ist nicht verwunderlich, dass die afrikanische Sammlung, die heute etwa 2000 Katalognummern umfasst, im Wesentlichen Objekte aus Kamerun, Togo, Tansania und Südwestafrika enthält. Hier sagt uns dieses kleine
Museum, ich sage klein, weil 2000 Objekte wenig ist. Berlin hat 75.000 aus Afrika südlich der Sahara. Paris, habe ich schon gesagt, 69.000. Das sind die Zahlen der großen Museen hier, also eher wenig. Aber hier wird ganz offen damit umgegangen. Es kommt aus den Regionen, wo Deutschland Kolonien hatte, und es kommt aus der Zeit des Kolonialismus. Ähnliches hat Berlin früher auch gemacht. Berlin hatte bis zu den 70er Jahren überhaupt kein Problem, damit offen umzugehen, anders als vor einigen Jahren. Sie sehen hier im Bessler Archiv Beiträge zur Völkerkunde von 1973, steht unten ein langer Bericht über die Zusammenstellung der Abteilung Afrika im Völkerkundemuseum. Und hier ist auf vielen Seiten wird erklärt, wie die Zahlen sind, wann was gekommen ist. Und wenn Sie hier diese Zahlen lesen können, sehen Sie, dass 1884, also zu Beginn der kolonialen Zeit Deutschlands in Afrika, knapp etwas mehr als 7.000 Katalognummern in Berlin waren. Und 1914, also kurz bevor Deutschland seine Kolonien durch den Ersten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg verlor, da war diese Zahl auf 55.000 Katalognummern gestiegen, ein paar Jahre später auf 60.000. Das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ein Zuwachs von 800%. Das sind die 34 Jahre, mit denen man sich befassen muss, wenn man sich mit der Geschichte der afrikanischen Sammlungen in Deutschland oder generell in Europa beschäftigen will. Man kann natürlich die Jahre davor und die Jahre danach sich anschauen, das ist auch interessant, zeigt andere Sachen, aber für diese Sammlung sind das die Jahre. Davor und danach passiert wenig. Die Frage, das waren jetzt reine statistische Zahlen, die ich Ihnen gegeben habe, und Karten, die Frage, die mit diesen Zahlen zusammenhängt, ist, wer ist dafür zuständig, dass diese Objekte so zahlreich nach Europa kamen? Wie kamen sie und was waren das für Objekte? Ich kann im heutigen Rahmen nicht alle diese Fragen beantworten, aber wenigstens zu der ersten Frage. Wer war beteiligt an diesem großen Export, an dieser großen Aneignung des afrikanischen Kulturerbes? Darüber können wir uns vielleicht einen Moment oder dabei aufhalten. Die Akteure, wenn man versucht, sie typologisch zu ordnen, bestehen in der ersten Zeit aus Afrika Reisenden, sogenannten Explorateurs im französischen Sprachgebrauch. Sie sehen hier einen der prominentesten Afrika-Reisenden und Forschern dieser Zeit. Das ist Pierre Savornian de Brazza, der die Stadt Brazzaville im Kongo gegründet hat. Sie sehen aber gleichzeitig, dass hier Pierre Savornian de Brazza sich als Abenteurer inszeniert in einem Fotostudio. Der Hintergrund ist gemalt. Der Brocken hier ist mit Tuch oder mit Pappmaché gemacht. Er ist barfuß im Studio sozusagen. Das ist diese allererste Generation von durch ihren Staaten nach Afrika geschickten Leuten, die gleichzeitig versuchen, das Terrain vorzubereiten, zu erschließen und andererseits Verträge abschließen mit den jeweiligen Königen. Sie sind als Erste in den Sammlungen, wenn man sich die Zugangslisten von Museen anschaut, sind die ersten Jahre, die 1880er Jahre bis 1890 etwa, sind hauptsächlich solche Profile. Diese Menschen waren, oder diese Männer, muss man sagen, waren sehr darauf angewiesen, dass ihnen nichts passiert. Sie sind nicht massiv begleitet von bewaffneten Leuten. Sie wollen Verträge schließen, und das, was sie einnehmen, ist oft auf Tauschbasis oder als Geschenk eingenommen worden. Und von Pierre Savornian de Brazza haben wir auch sogar Briefe, wo er bereut, irgendwelche Musikinstrumente nicht bekommen zu haben oder Waffen nicht bekommen zu haben. Und dann schreibt er an seinen Bruder: Das habe ich nicht bekommen, aber ich habe es gezeichnet. Das heißt, hier kann man noch nicht von großer Gewalt sprechen. Es sind auch nicht große Zahlen von Gegenständen, die rübergehen. Es hat damit zu tun, dass diese Leute nicht so viel mitschleppen können. Sie erschließen eine Gegend, sie sammeln ein wenig, aber nicht sehr, sehr, sehr viel. Man könnte jetzt ins Detail gehen. Das
lasse ich erstmal dabei. Also zunächst Abenteurer, Afrika-Reisende, Leute zwischen Wissenschaft und Diplomatie, wenn man das so nennen möchte, die zum Teil auch die Kartografie herstellen von den Regionen. Die andere große Gruppe, viel größere Gruppe, wenn man sie in Objekten übersetzt, sind die Soldaten, die Armeen, die Offiziere, die im Zuge der Kolonisierung entweder Städte erobern. Sie sehen hier die Truppe, die in Benin City, die britische Truppe, die in Benin City gewütet hat, und sie zeigen sich gerade mit ihren Trophäen, also mit Elfenbein, mit Stoßzähnen, geschnitzten Stoßzähnen von Elefanten, mit bronzenen Objekten wie diese Leoparden, die sehr, sehr prominent heute in den Museen präsentiert werden, und mit weiteren Objekten. Das Militär ist die zweite sehr große Gruppe, die Objekte mitnimmt, meistens, wir kommen gleich darauf zurück, als Kriegsbeute. Nicht nur, ich sage meistens, weil manchmal das Militär nicht aktiv ist, sondern Ruheperioden hat, und da sammeln einige weiter, trotzdem mit der Autorität ihres Amtes, aber nicht auf dem Schlachtfeld. Das gilt für Briten, für Deutschen, für Franzosen gleichmäßig. Die dritte Gruppe, wichtige Gruppe, sind die Missionare, also evangelische oder katholische Priester und Nonnen auch zum Teil, die in Afrika fast unter den Ersten da sind und ganz andere Methoden des Herankommens an die Objekte haben. Es ist ein komplexes Feld. Hier kann man sagen, dass wenn sie die Bevölkerung bekehren, was sie tun, indem sie sehr, sehr lange in den Dörfern leben, sie kommen nicht als Abenteurer nur schnell durch, sie sind da, sie gründen Familien, sie sprechen die Sprachen, sie haben ein ganz intimes, paternalistisches zum Teil Verhältnis zu den Bevölkerung, und wenn es ihnen gelingt, diese Bevölkerung zu bekehren, ist ein Beweis für die Bekehrung, dass diese Bevölkerung ihre alten Götzen, wie man sie nannten, oder Fetische abgibt. Und hier es ist eine Grauzone von freiwilligem Abgeben und Erpressen oder sogar Stehlen manchmal. Da sind die Berichte sehr unterschiedlich. Und das ist eine deswegen so wichtige Gruppe, weil diese Missionare, Sie sehen hier einen solchen, von der Congrégation du Saint-Esprit aus Paris, indigenen Vertreter dieser anderen Religion. Er wird als Fetischeur genannt auf der Rückseite der Fotografie. Hier ist es deswegen so wichtig, weil die an andere Objekte rankommen. Sie kommen an Kultobjekte. Das Militär kommt oft an Waffen ran. Die Abenteurer kommen an spektakulären Skulpturen ran. Die Missionare kommen an Kraftfiguren ran, an magische Gegenstände, an Objekten, die ganz besonders heilig sind, die ganz besonders schwer zu bekommen sind und sind deswegen auch sehr beliebt von den Museen. Museen kaufen bei Missionaren zum Teil auch ab. Dritte Gruppe. Vierte Gruppe, die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler haben einen Vorteil im Vergleich zu den anderen. Sie dokumentieren alles, was sie tun, und zwar meistens sehr, sehr gut. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Auf dieser Karteikarte, die heute in der Uni Nanterre bei Paris aufbewahrt wird, sehen Sie, das ist eine Karteikarte der Mission Dakar-Djibouti. Diese Mission war eine riesige Reise, die 2 Jahre gedauert hat, von Westafrika nach Ostafrika, und dort waren etwa 10 Wissenschaftler 2 Jahre lang unterwegs mit großen Autos. Wir sind in den 30er Jahren, und sie haben, manche nennen das Wissenschaftsrazzien betrieben. Also sie kamen in ein Dorf, haben die Türen des Autos aufgemacht, so viel wie möglich reingetan, alles dokumentiert und sind zum nächsten Dorf gefahren. Ich komme nachher nochmal zur Mission Dakar-Djibouti. Interessant ist hier, weil die Überschrift das auch sagt, dass wir sehen, oder wir sehen es schlecht, aber ich erzähle Ihnen das, glauben Sie mir, wir sehen den Chef der Mission, Marcel Griol, auf einer Leiter,
und er kratzt gerade mit einer Spachtel Wandmalereien einer Kirche bei Gondar in Äthiopien ab. Er hat insgesamt mit seinem Team 60 Quadratmeter Wandmalerei in einer christlichen Kirche abgekratzt, die heute im Musée du Quai Branly in so einem Raum dargestellt sind. Ich komme später zu den Wissenschaftlern. Auch hier ist die Frage der Einwilligung der Bevölkerung ganz oft sehr eindeutig. Die Bevölkerung möchte das nicht, dass so mit ihr umgegangen wird oder mit ihren Objekten, aber ich komme darauf zurück. Und die letzte große Gruppe sind die Kolonialbeamten, also diejenigen, die für die Verwaltung zuständig sind und dort zunehmend eben die Steuer einnehmen und sich wie kleine Fürsten zum Teil gehaben. Sie sehen hier Toké, das ist ein berühmter, berüchtigter Kolonialbeamter aus Frankreich, der sich hier inszeniert hat, also das Foto spricht für sich, wie Sie sehen, er sitzt auf einem Schaukelstuhl und neben ihm ist ein schwarzes Kind, das sehr klein ist im Vergleich, auch ganz nackt, während er mit seinen Stiefeln da als fast wie auf einem Thron vor sich hin schaukelt mit auch seiner Krone. Abenteurer oder Afrikareisende, Militär, Missionare, Wissenschaftler und solche Kolonialbeamten sind die Akteure, die eben den Zugriff hatten und die Möglichkeit hatten, sich vor Ort an den Sammlungen zu bedienen. Und im Hintergrund, 5000 Kilometer davon entfernt, sitzen in Paris, in London, in Stuttgart, in Berlin, in Leipzig die Museen, Museumsleute, die eine Art Fernsteuerung betreiben. Diese fünf Gruppen, die ich gezeigt habe, sammeln zum Teil spontan, aber ab 1890 werden sie richtig angetrieben und die Museumsarchiven haben ganz viele Akten davon. Sie werden richtig von den Museen angetrieben, bestimmte Sachen zu sammeln. Sie bekommen Handreichungen, wie man das richtig macht. Die Museen geben ihnen zum Teil Zuschüsse, damit sie bestimmte Objekte kaufen. Das heißt, im Grunde ist das Gehirn dieser ganzen Aktion, der Superhirn, sind die Museen, die jeweils unter sich konkurrieren zwischen Paris, zwischen den europäischen Städten und die eben versuchen, dort die tollsten, dort vor Ort, ferngesteuert die tollsten Gegenstände zu bekommen. Sie sehen hier Felix von Luschan, das war der Direktor der Afrika-Abteilung der Berliner Museen und ich zeige Ihnen nur zwei ganz kurze Sätze von diesem Luschan. Von ihm könnte man ganze Bände oder ganze Seiten veröffentlichen von solchen Aktionen. Er war ein großer Stratege. Hier schreibt er in einem Brief von ungefähr 1900, die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes, das Reichsmarineamt, die Gouverneure der Schutzgebiete und eine große Zahl von Ärzten, Beamten und Offizieren sind von der wissenschaftlichen und praktischen Bedeutung der Völkerkunde durchdrungen und unterstützen unsere Bestrebungen mit amtlichen Nachdruck. Hier sehen wir, wie das gesamte koloniale System im Dienste des Museums arbeitet und die Museen bedient. Jedenfalls wird das so dargestellt oder den Museen hilft, sie unterstützt. So wird das jedenfalls hier dargestellt. An einer anderen Stelle, es sind nur zwei kleine Beispiele, freut sich Felix von Luschan enorm, dass einer von seinen Studenten mitgeht zur Armee. Er schreibt, dazu kommt noch, dass einer meiner gegenwärtigen Hörer, Leutnant von Arnim, sich einer neuen großen Strafexpedition gegen die Ngolo, streng secret, anschließen wird. Wir können uns also auf ganz brillante Dinge gefasst machen. Herr von Arnim ist genau informiert, was wir brauchen und wird bemüht sein, etwas ganz Ordentliches zu leisten. Die Kosten werden dabei vermutlich gleich null sein. Leutnant von Arnim ist eine Nummer unter ganz, ganz, ganz vielen. Dieser Luschan hatte wirklich ein ganzes Netz von Personen, die für ihn gesammelt haben, auch übrigens Schädel, seine große Spezialität, menschliche Überreste. Es ist nicht nur eine deutsche Spezialität, in anderen Städten und Staaten
Europas wurden Schädel genau gleichzeitig wie ethnologische Objekte gesammelt. Und Lushan war, ich würde sagen, im Vergleich mit seinen Kollegen in Paris und London, war der effektivste im Netzwerken. Die deutschen Museen hatten auch das meiste Geld in dieser Zeit, konnten richtig arbeiten und eben in dem Fall freut er sich, dass die Kosten gleich null sind. In anderen Fällen bezahlt er für die Objekte, die er bestellt, auch Gegenleistung. An diejenigen, die sich bedienen, nicht an die, die enteignet werden. Wenn man sich die Akten etwa im Völkerkundemuseum in Berlin anschaut, dann trifft man viel offen und unkompliziert auf solchen, in denen eben Listen von erbeuteten Objekten zum Beispiel aufbewahrt werden. Sie sehen hier eine in diesem typischen blauen Deckel eine Akta betreffend, die bei der Niederwerfung des Aufstandes in Ostafrika erbeuteten Gegenstände. Und darunter steht Kriegsbeute. Also deutlicher geht es nicht. Und in dem Fall ist es eine Kriegsbeute. Beuteaktion, aber davon gibt es mehrere und das betrifft nicht nur Berlin. Ich muss es jedes Mal sehr betonen. In Frankreich ist das genauso, in Großbritannien. Wenn Sie nach Oxford ins Pitt Rivers Museum gehen, finden Sie genau solche Akten. Ich habe jetzt nur deutsche Beispiele, weil es für uns einfacher ist. Ein weiteres Beispiel aus Stuttgart, das von Gesa Grimme publiziert wurde, ein Verzeichnis von Objekten aus dem Museum Linden, Museum Stuttgart. Hier steht auch gleich zu Beginn Römisch 1, Kriegsbeute, eindeutiger geht es nicht. Wenn die Kollegen in den Museen in den letzten Jahren oder einige Kollegen, die meisten wissen ganz genau, wie ihre Sammlungen zusammengekommen sind, aber wenn manche sagen, nein, es klebt nicht überall Blut dran oder es ist doch nicht alles geklaut worden oder es ist nicht alles erbeutet worden, es stimmt nicht alles, aber sehr viel. Und die Archive sind voll davon. Das ist keine Glaubenssache, das ist keine Interpretationssache, das ist historische Materie, das ist historisches Material. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel kommt wiederum noch einmal aus Stuttgart. Das lese ich Ihnen gerne vor. Es geht um eine Liste eines Geschenkes des Oberleutnant Freiherrn von Butler Brandenfels aus Dresden. Dieser Freiherr, Leutnant, Oberleutnant von Butler, hatte am 29. September 1907 eine ganze Reihe von Gegenständen nach Stuttgart geschenkt. Und Sie sehen an der rechten Spalte, dass diese Objekte aus dem Volk der Herero kommen. Die Herero und die Nama sind das Volk, das in diesem Völkermord von 1907 durch die Deutschen ja fast ausgemerzt wurden. Wenn man hier sieht, was er geschenkt hat an das Museum, ich nehme nur ein Beispiel auf der ersten Seite, da steht zum Beispiel ein Halsschmuck einer Frau aus Abschnitten von Straußeneierschalen. Halsschmuck einer Frau aus Abschnitten von Straußeneierschalen. Einer Frau, welche während des Gefechts von Otjihinamaparero am 25. Februar 1904 durch eine Granate getötet wurde, abgenommen. Was erfahren wir hier ganz konkret? Es ist etwas, was man im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Leichenfledderei genannt hätte oder im 18. Jahrhundert oder noch früher. Das heißt, eine Frau wird durch eine deutsche Granate getötet. Granaten hatten die Afrikaner nicht selber, also ist getötet worden. Und die Soldaten sammeln deren Schmuck, es kommt mehrmals vor in dieser Liste, und schicken das dann als Kunstwerk nach Stuttgart oder als Objekt. Und dort wird das möglicherweise, entweder kommt das ins Depot oder wird ausgestellt. Viele Gegenstände haben solche Geschichten. Ein letztes Beispiel, weil ich vorhin sagte, nicht alle Soldaten, nicht alle Offiziere haben direkt auf dem Schlachtfeld gesammelt. Sie haben auch rechts und links davon gesammelt, aber mit ihrer Autorität, mit ihrer Macht. Ein letztes Beispiel kommt aus Berlin und ich will damit auch zeigen, wie stolz die Museen auf solchen exquisiten Objekten waren. Sie sehen hier die amtlichen Berichte oder das Cover der amtlichen Berichte aus den königlichen Kunstsammlungen
vom Januar 1908. Das ist das Blatt, mit dem die Berliner Museen ihre tollsten Erwerbungen immer bekannt gemacht haben. Wenn sie was Neues gekauft haben oder wenn sie eine tolle Ausstellung hatten, das ist das amtliche Blatt. Das ist das, die Mitteilung davon, und sie erscheinen sehr regelmäßig. Auf der ersten Seite ist ein Bild von Konrad Witz, was gerade erworben wurde. Und wenn Sie ein bisschen blättern, treffen Sie irgendwann auf dieses Foto und auf diesen sehr kurzen Text zu der Fotografie. Aus Südkamerun ist Herrn Hauptmann Förster eine größere Sammlung zu verdanken, unter der besonders eine Anzahl von sehr schwierig zu erhaltenen Haarfrisuren, deren Tum hervorzuheben sind. Diese pflegen das lebende Haar zu großen, sehr bizarren Gebilden zu verfilzen und mit Kaurischnecken, europäischen Knöpfen, Nägeln und so weiter zu schmücken. Hauptmann Förster ist es gelungen, mehrere solcher Haartrachten derart knapp an der Kopfhaut abzuschneiden, dass sie wie fertige Perücken transportiert und hier auf naturgetreu bemalte Gipsköpfe gesetzt werden konnten. Hier handelt es sich natürlich um etwas, was an lebenden Personen stattgefunden hat anscheinend. Diese Haartrachten haben die Leute dort, das sagen uns die Ethnologen, die sich damit befassen, niemals abgeschnitten, nur in Trauerfällen. Das heißt, die Haartracht mit diesen Perlen, diese bizarren Gebilden, haben auch eine Bedeutung. Man kann sich vorstellen, wie das Abschneiden von solchen Haartrachten, die auch noch jetzt hier als Perücken benannt werden, das ist kein Akt, von dem man sich denken kann, dass er freiwillig vonstatten gegangen ist. Ich muss dazu aber sagen, dass es für uns Historikerinnen und Historiker extrem schwierig ist, die Perspektive der Afrikaner oder Quellen für die Perspektive der Afrikaner zu finden. Man findet welche, man findet Bittschriften von Häuptlingen oder von Dorfältesten, die versuchen, etwas zurückzubekommen. So etwas findet sich in den Archiven, aber im Grunde ist die Erfahrung des Verlustes keine Erfahrung, die sehr viel Produktion von Quellen hergibt. Das kenne ich auch aus der Zeit, als Napoleon in Deutschland hier ausgeleert hat, die Sammlung konfiziert hat. Die Deutschen haben nicht sehr viel dazu gesagt. Wenn man verliert, sagt man viel weniger, als wenn man gewinnt. Die Sieger sind in der Regel diejenigen, die die Geschichte schreiben. Und deshalb haben wir hier diese Quelle, ohne genau einschätzen zu können, wie es auf der anderen Seite ausgesehen hat. Aber wir können uns das denken. Ich komme ganz kurz noch, weil ich gesagt hatte, oder ich habe diese Typologie vorgestellt, das Militär, die Wissenschaftler und viele andere. Ich wollte kurz einmal tiefer rein ins Militär gehen und möchte einmal noch kurz tiefer rein in die Wissenschaft gehen und noch einmal zu dieser Mission Dakar-Djibouti etwas sagen. Ich sagte das vorhin schon, die Mission Dakar-Djibouti ist eine große, ist die größte staatlich finanzierte Mission, Reise, Forschungsreise, die Frankreich finanziert hat zwischen 1930 und 1932, und die Wissenschaftler gingen eben von Dakar im aktuellen, oder im Senegal, auch damals, nee, damals nicht Senegal, im aktuellen Senegal bis Djibouti nach Osten in dieser Richtung mit großen Autos. Ab den 20er Jahren etwa gibt es genug Straßen, dass man gut mit dem Auto durch Afrika fährt. Davor wird alles, das meiste zu Fuß gemacht, und man muss sich auch vorstellen, dass die Objekte, die wegkommen, auch auf den Rücken, auf den Köpfen, auf den Schultern der lokalen Bevölkerung getragen werden. Es hat eine große Bedeutung. Die Menschen werden nicht nur ihres kulturellen Erbes entblößt, es wird ihnen nicht nur weggenommen, sondern sie tragen das auch noch selber bis zu den Häfen. Also es ist aber ein anderes Thema. Im Laufe dieser Mission, oder der Sekretär dieser Mission war ein junger Mann, damals 30 Jahre alt, Michel Leiris, Leiris geschrieben, der später ein berühmter Schriftsteller geworden ist. Das war einer seiner ersten Jobs. Er sollte immer alles dokumentieren und hat gleich nach der Rückkehr einen Bericht geschrieben, der für uns deswegen interessant ist, weil er ziemlich genau die Methoden
beschreibt, die diese Wissenschaftler angewandt haben, und zwar mit Entsetzen. Er war entsetzt über die Art und Weise, wie er arbeiten musste. Und es ist deswegen eine tolle Quelle, weil sein Chef, Marcel Griol, auch viel über diese Methoden geschrieben haben, aber im stolzen Sinne. Das heißt, wir haben den stolzen Chef, der erklärt, wie er an die tollen Objekte gekommen ist, und wir haben den Sekretär, der dieselben Methoden beschreibt, aber entsetzt ist. Und daraus ergibt sich, dass die Methoden, die beschrieben werden, wahrscheinlich tatsächlich solche waren. Michel Leris hat diesen Bericht gleich nach seiner Rückkehr veröffentlicht, Phantom Afrika, das wird gerade neu, das erscheint demnächst auf Deutsch in einer neuen Übersetzung, in einer sehr guten deutschen neuen Übersetzung. In diesem Phantom Afrika beschreibt Michel Leris unter anderem folgende Szene. Das Buch hat ihm ganz viel Ärger eingebracht, weil er viel zu transparent mit diesen Methoden oder zu kritisch mit diesen Methoden umgegangen ist. Ich habe hier diese berühmten Auszug auf Französisch auf der rechten Seite eingeblendet, aber ich habe eine ungefähre Übersetzung auch dabei. Es geht darum, dass die Wissenschaftler versuchen, ein Kono, das ist ein heiliges Objekt, so etwa so groß, auch Boli genannt, wenn Sie nach Mali fahren, nach Bamako oder nach Paris übrigens, sehen Sie solche Objekte. Die sehen aus wie Tiere, sind ungefähr, haben die Form eines Tieres. Und ich zeige es auch gleich nachher, und waren so heilig, dass nur bestimmte Menschen in den Dörfern sie sehen durften. Es ist bis heute so, wenn Frauen oder Kinder sie gesehen haben, hieß es, würden sie sterben. Also es war extrem wichtig, dass diese Objekte nicht gesehen werden. Und das wollen die Wissenschaftler ganz besonders gerne haben. Überhaupt wollen sie gerne immer alles haben, was versteckt ist. Verstecktes Wissen, versteckte Objekte, etc. Ich lese Ihnen kurz vor. Griol, also der Chef der Mission, ließ den Dorfvorsteher wissen, dass er, der Dorfvorsteher, da wir definitiv ausgelacht, eigentlich wäre die bessere Übersetzung verarscht werden, also die leisten Widerstand in diesem Dorf, da wir ja verarscht werden, als Vergeltung den Kono gegen 10 Franken übergeben müsse. Sonst würde die Polizei, angeblich im Lastwagen versteckt, den Dorfvorsteher und die Dorfältesten nach San bringen, wo sie sich der Verwaltung würden erklären müssen. Da hinten steht in der französischen Fassung, habe ich vergessen zu übersetzen, affreux chantage, entsetzliche Erpressung. Also wird erzählt, entweder sie geben uns den Kono gegen 10 Franken oder die Polizei ist im Lastwagen versteckt, was nicht stimmt, und sie werden Schwierigkeiten haben. Griol und ich bitten die Männer, den Kono zu holen. Alle weigern sich. Wir gehen also selbst dorthin, packen den heiligen Gegenstand in die Plane. Sie haben sich eine Plane, um das zu verstecken, organisiert und gehen hinaus wie Diebe. Während der in Panik geratene Dorfälteste flieht und in einiger Entfernung seine Frau und Kinder mit einem großen Stock in eine Hütte schlägt. Wir durchqueren das Dorf, das völlig verlassen ist, und erreichen in tödlicher Stille die Fahrzeuge. Die 10 Francs werden dem Häuptling gegeben und wir gehen in Eile, mitten im allgemeinen Staunen und umgeben mit einer Aura besonders mächtiger und mutiger Dämonen oder Bastarden. Das französische Wort ist au milieu de l'ébahissement général et paré d'une auréole de démons ou de salauds particulièrement puissants. Eosé, Salos sind ja Bastarde oder auch Arschlöcher, würde man eigentlich übersetzen. Das heißt, er beschreibt sich selbst hier an dieser Stelle als Dieb, als jemand, der etwas ganz Schlimmes gemacht hat, und er beschreibt das Entsetzen, was diese Aktion mit sich gebracht hat, und das ist nur eine Stelle unter vielen in diesem Bericht. Das ist ein Kono, es ist ungefähr so groß, und natürlich, wie bei allen anderen Objekten, hat Leris aufgeschrieben, was er in Erfahrung bringen konnte über diesen Kono. Er macht eine kleine Skizze, das ist so eine der Tausenden von Notizzetteln, die er verfasst hat und die heute im Archiv in Paris aufbewahrt werden. Auch der Text ist extrem interessant, den haben wir aber keine richtige Zeit, um uns damit auseinanderzusetzen. Die Objekte, die 3000 Gegenstände, die Mission Dakar Djibouti nach Paris geholt hat, wurden dann im Musée de l'Homme ausgestellt, in dieser Art. Und das Musée de l'Homme war eine der Vorgängerinstitutionen des Musée du Quai
Branly. Also hier eine wissenschaftliche, ganz klare Präsentation von Objekten, aber die Geschichte, wie die Wissenschaftler an diese Objekte gekommen sind, gehört eben dazu. Ich komme zum Schluss und zu dem, was mich eigentlich momentan am meisten interessiert. Die Tatsache, dass wir eine Art koloniale Amnesie haben, wenn wir unsere Sammlungen betreffen, dass wir vergessen haben, wie die Objekte zu uns gekommen sind. Das war vor 2 Jahren so, vielleicht noch vor einem Jahr. Inzwischen, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, wissen alle ungefähr Bescheid, dass diese Objekte nicht eines Nachts mit einem Helikopter geliefert wurden, sondern dass es diese Vorgeschichten gibt. Das war für uns alle neu, wir haben uns das alle erarbeitet, aber jetzt weiß das in Deutschland ungefähr, also jeder, der einen Fernseher hat oder Nachrichten guckt. Was mich sehr beschäftigt, ist etwas, was wir im Laufe der Arbeit mit Felwine Sarr erlebt haben. Sie sehen hier Felwine auf der linken Seite. Das war an dem Tag, wo wir den Bericht abgegeben haben bei Emmanuel Macron. Und für diesen Bericht waren wir eben nicht nur in französischen Museen unterwegs, hier vor Objekten aus der Republik Benin im Musée du Quai Branly. Wir waren nicht nur vor Ort, da wo die Objekte nicht mehr sind, sondern wir waren auch sehr viel in französischen Archiven, Museumsarchiven, Ministerialarchiven, Archiv des Auswärtigen Amtes etc. Was uns dabei interessiert hat oder was wir gesucht haben in diesen Archiven, waren eigentlich Rückforderungsgesuche. Wir waren sicher, dass wir ganz viele Briefe finden würden aus den 60ern, 70ern, die niemals beantwortet worden sind. Das war unsere Hypothese, wir haben danach gesucht und unser Plan war, also bevor wir angefangen hatten, war zu sagen, dass Emmanuel Macron oder dass die erste Geste wäre, diese Briefe nach 30 Jahren eben endlich zu beantworten. Also haben wir gesucht, aber wir haben wenig Briefe gefunden, solcher Art. Was wir gefunden haben, und das war ein Moment des Schocks, waren eben, und das ist hier ein Tisch, auf dem, oder wo wir alles ausgebreitet hatten im Musée du Quai Branly, wir haben festgestellt, dass die Debatte, die wir jetzt führen, die Restitutionsdebatte, das Projekt, Objekte zurückzugeben, wie Emmanuel Macron das formuliert hatte, dass es das alles schon einmal gegeben hat, und zwar in den 70er Jahren. Sie sehen hier das Cover der Zeitschrift Museum mit dem Titel Retour et Restitution de Biens Culturels. Das ist eine Ausgabe von 1979. Sie sehen lauter Zeitungsartikel, Berichte, Briefe, Korrespondenzen. Sehr, sehr viel. Und das hat mich ganz persönlich fertig gemacht. Ich dachte, wie kann es sein, dass wir heute 2018 komplett vergessen haben, dass es diese Debatte schon einmal gegeben hat. Und seit dem Ende der Arbeit mit Felwine habe ich mich sehr damit beschäftigt, auch in deutschen Archiven zu schauen, was war diese Debatte und warum haben wir sie vergessen. Sie sehen, der Höhepunkt der Debatte oder der politischen Bewegung von damals war, dass 1981 Formulare gedruckt wurden, Standardformulare für Restitutionsgesuche, Formulaire Type pour les demandes de retour ou de restitution. Das hatte die UNESCO vorbereitet, das waren so große Flyer, also in DIN A4 Format mit so Leporello-mäßig, und da konnten sie als Staat, als Nigeria, als Senegal etc. ausfüllen, was sie zurückbekommen wollen und warum. Das heißt, wir standen damals als Europa kurz davor, vor Rückgaben oder Restitutionen. Es war alles vorbereitet. Wir haben diese Formulare allerdings nur im leeren Zustand gefunden und es ist eben nicht weitergegangen. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Also das Scheitern macht mich neugierig und das Vergessen dieser ganzen Episode macht mich auch sehr neugierig. Zumal, wie sich herausstellte, in Archiven die Debatte zwar in Frankreich lief, in Großbritannien, aber hauptsächlich in Deutschland. Sie sehen hier an einem Auszug eines Artikels von 1976 in Englisch, dass die Debatte eine deutsche Debatte war. 1976, also vor über 40 Jahren. Und tatsächlich, wenn Sie anfangen hier zu forschen in Zeitungsarchiven und in verschiedenen Archiven, finden Sie so Hinweise wie hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 18. Mai 1979, erster Satz: Seit etwa 6 Jahren geht ein Gespenst um in europäischen Museen, kurz Restitution genannt.
also eine Anlehnung an Karl Marx. Es geht ein Gespenst um in Europa, war eigentlich der Kommunismus. Hier ist das Restitution. Und wir erfahren im Jahr 1979, dass das Ganze schon seit mindestens 6 Jahren läuft. Das heißt, es gab in dieser Zeit eine so intensive Debatte, der Artikel ist eine ganze FAZ-Seite groß, ganz intensive Debatte über das, was wir jetzt auch noch einmal machen. Nicht nur in der Presse, nicht nur in den Amtsstuben von Museumsdirektorinnen und Direktoren, sondern sogar im großen Fernsehen, sowohl in Frankreich als auch hier in Westdeutschland, und ich spreche auch gleich nachher von der DDR, liefen Sendungen, hier im ZDF eine Sendung, die 3 Stunden dauert, mit 14 Gästen, eine Podiumsdiskussion. Ich zeige Ihnen nur ganz kurz, wie das Setting war. Die wurde gedreht in Bremen im Überseemuseum. Ich glaube, die nächste Folie zeigt ein wenig, wie das so war. Also 7 Leute und 2 Moderatoren unten auf einem Podium und 6 weitere oben, und diese Gäste waren Juristen, UNESCO-Vertreter, Kolonialhistoriker, Helmut Blei, er lebt noch, eine Museumsdirektorin aus Dänemark und sogar hier ein Sozialpsychologe. Das sind genau die Kategorien, bis auf der Sozialpsychologe, die werden heutzutage nicht mehr gefragt, komischerweise, aber die sollten sich jetzt einbringen, die eben zu dieser Frage diskutiert haben. Die Sendung dauert, also die heißt 5 vor 10, hieß die Sendung, und die war Open End. Und in dem Fall dauert sie über 3 Stunden. Am Ende gähnen alle. Und die Statements von all diesen Experten sind so wertvoll, weil sie viel klüger sind als alles, was wir heute lesen oder sagen. Und das ist für uns ein Schock zu merken, oder für mich jedenfalls, dass vor 40 Jahren die Debatte eigentlich weiter war, besser war, reifer war und auch eben ganz europäisch war. In französischen Medien finde ich ähnliche Sachen. Das ist sozusagen die Medienöffentlichkeit oder die große Öffentlichkeit des Themas damals. Wenn man in die Archive geht und versucht zu verstehen, warum es damals diese große Debatte gab, dann stellt man fest, zum Beispiel im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin, wo netterweise alles versammelt ist, das Auswärtige Amt sammelt oder bekommt Briefe von der UNO, bekommt also hier wie diese wichtigen Stellungnahmen der UNO und der UNESCO, aber auch direkt Anfragen zum Beispiel hier aus dem Altertumsamt von Lagos in Nigeria, ein direkter Brief, der an die Bundesrepublik ging. Oder aber auch Briefe, die hier mit diesem roten Rahmen immer gut zu erkennen in den Stapeln, Briefe, die vom Bundesministerium an die jeweiligen Museen gingen. Es gab damals in der Bundesrepublik kein Kultus, kein BKM, kein Kulturministerium, deswegen war das Innenministerium zuständig. Hier trifft sich alles und da treffen sich auch die Antworten der Museen oder die Stellungnahmen, die Lobbyarbeit der Museen. Und aus solchen Akten kann man die gesamte politische Diskussion gut rekonstruieren und auch rekonstruieren, woran es geblockt hat oder welche Strukturen, wer dafür gesorgt hat, dass es nicht weiter gekommen ist. Ich mache es nur ganz, ganz kurz, indem ich 4 Jahreszahlen nenne. 1930 geht es aus europäischer Perspektive los mit einer ersten Stellungnahme der UNO. Dann gibt es einen nächsten Höhepunkt in diesen Akten, das sind Stapeln von Akten. Also die großen Jahre sind 73, dann 76 mit einer UNESCO-Konferenz in Venedig, dann 79 mit einem öffentlichen Appell des UNESCO-Generalsekretärs und die 2 Hauptkräfte, die das antreiben, die das wollen, sind einerseits Amadou Makhtar Mbo, ein senegalesischer Professor, der Generaldirektor der UNESCO war, und andererseits Egbo Eyo, das war der Chef der Altertumsbehörde in Nigeria. Das heißt, die Fragen kommen aus Afrika. Es ist nicht so, dass die europäischen Staaten irgendwann denken in den 70ern, ach,
nach 68 könnten wir jetzt endlich nett sein und zurückgeben. Das ist ein ganz starker Druck aus Afrika, um diese Objekte zurückhaben zu wollen. Und wie ich vorhin sagte, war um 1981, 82 es fast so weit, dass Restitutionen stattgefunden hätten. In Frankreich haben wir gefunden, Felouin und ich, zu unserem Entsetzen einen Bericht, genau wie unser Bericht. Also es gab schon 81 jemand, nämlich Pierre Cognam, der ein emeritierter Louvre-Direktor war, also Inspecteur General des Musées de France, eine sehr angesehene Persönlichkeit, kein Anarchist mit einem Messer zwischen den Zähnen, der eben mit Kollegen aus der Universität, aus den Museen einen solchen Bericht geschrieben hat. Und in dem Bericht steht, dass die Gruppe, das Team, das er zusammengestellt hat, die Rückkehr der Kulturgüter befürwortet, sont favorables à la promotion du retour de biens culturels. Und er erklärt warum, parce que. Und ein Grund ist, dass die denken, diese Arbeitsgruppe, dass die Rückkehr der Kulturgüter, le retour de biens culturels, est un acte de solidarité autant que d'équité. Also ein Akt der Solidarität und der Fairness den afrikanischen Staaten gegenüber. Das ist das, was in Frankreich passierte. Also ein hoch angesehener Museumsbeamter spricht sich für Restitution aus in einem ganz öffentlichen Bericht. In Deutschland, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik war es Hildegard Hambrücher, auch keine Anarchistin mit Blutflecken an den Händen, die 1982 angekündigt hat, öffentlich hier in der Süddeutschen Zeitung, dass es durchaus denkbar sei, dass aus Anlass des 100. Jahrestags der Unterschreibung der Schutzverträge mit den ehemaligen deutschen Kolonien Togo und Kamerun in Afrika 1984 Kulturgüter zurückgegeben würden, sagte Frau Hambrücher. Das heißt, zum 100-jährigen Jubiläum der Berlin-Konferenz, Sie erinnern sich, 1884, also 1984, sollten, sagt sie zwei Tage vorher, Objekte oder es sei denkbar, Objekte zurückzugeben. Auch hier geschah es nicht. Hildegard Hambrücher ist abgesetzt worden, dadurch, dass Helmut Kohl kam. Es gab einen Regierungskoalitionswechsel. Das interessiert uns nicht so sehr. Jedenfalls sowohl in Frankreich aus anderen Gründen als auch in Deutschland blockte das Projekt. In der DDR, und das finde ich genauso spannend, auch deswegen, weil es noch mehr vergessen ist als das, was sowieso in der Bundesrepublik auch in den 70er Jahren war. In der DDR war es so, dass durch die Politik der blockfreien Staaten die DDR sehr gute Beziehungen zu Nigeria hatte und eine Ausstellung hat stattfinden lassen, eine Gastausstellung aus Nigeria im Pergamonmuseum gezeigt hat. Das war 85, Sie sehen hier ein Artikel unter sehr vielen Kunst aus Nigeria im Pergamonmuseum. Und interessanterweise war das genau das, wovon uns die Museumsverantwortlichen, zum Beispiel des Humboldt-Forum, immer erzählen, nämlich eine Ausstellung auf Augenhöhe. In dem Fall war Augenhöhe schon Realität in den 80ern in Berlin auf der Museumsinsel, denn da kam Nigeria mit dem Angebot, wir zeigen eine Ausstellung bei euch, und die Berliner Museumsbeamten haben alles getan, und das zeigen auch die Akten dazu, damit es ein gutes, schönes Ergebnis hat. Und die Nigerianer hatten Forderungen. Also zum Beispiel hieß es in manchen Briefen, wir werden die Ausstellung, sagen die Nigerianer, nicht eröffnen, wenn der Katalog nicht fertig gedruckt ist. Und dann sehen wir die ganzen Briefe der Museumsleute in Berlin, die sagen, oh Gott, wie schaffen wir das so schnell, das Papier etc. zu organisieren? Aber die schaffen das. Das heißt, dadurch, dass Nigeria eine kleine Sammlung oder einen Bestand hatte, dass es zeigen konnte, war eben diese Kooperation möglich. Das wurde weltweit auch wahrgenommen. Das war eine Tourneeausstellung. Sie war vorher in New York, in Paris, in Zürich gewesen. Danach kam sie nach Zagreb, also weil Nigeria dazwischen, auch nach Petersburg kommen sie und eben nach Ostberlin. Sie sehen hier eine Szene aus der, oder ein Bild aus der Eröffnungsveranstaltung, und der, ich glaube, das ist der Kulturminister, ich bin nicht mehr sicher, ich habe die Rückseite nicht mehr im Kopf, trägt diesen Katalog, den man heute auch noch sehr gut im Antiquariat erwerben kann. Das ist
Das ist genau das, was wir in Zukunft haben wollen, diese Ethik der neuen Beziehungen, also wie wir das im Bericht nennen, dass man ganz faire, in Augenhöhe solche Ausstellungen macht. Das hatte die DDR in den 80ern schon. Und wenn man sich die Briefwechsel am Rande der Ausstellung anschaut, dann stellt man fest, dass die Strategie von Nigeria, von Egbo Eyo, den ich vorhin gezeigt habe, war, eben durch diese Ausstellung am Rande immer über Restitution zu sprechen. Er wollte, und zwar seit den frühen 70er, dass die ehemaligen Kolonialstaaten einige Stücke zurückgeben nach Lagos, damit sein Museum in Lagos etwas größer wird. Er hatte einen Grundstock, aber er wollte etwas mehr. Und hier sehen Sie in einem Brief, dass zum Beispiel heißt es hier, ein gemeinsamer Standpunkt zu der von Egbo Eyo angeschnittenen Frage Restitution wird gegenwärtig zwischen dem Ministerium für Kultur, Kollege Göbel Leipzig, er war hier im Völkerkundemuseum, und uns, also Berlin, erarbeitet. Und auch hier verläuft sich das im Sand oder ich finde momentan nicht, wo es weiter geht. Zum Schluss noch ein Element oder eine ganz kleine Vermutung, warum es damals blockiert hat oder warum es nicht weitergegangen ist. Oder ein Teil des Grundes. Ein Teil des Grundes ist in diesen Akten gut zu erkennen, das sind die Museen selbst, einige Museen, die eine Art Koalition gebildet haben, in Deutschland in den 80ern, um die Restitution abzuwehren. Das ist auch der Begriff, der benutzt wurde. Ich zeige Ihnen ganz winzige drei, und dann sind wir fertig, drei Auszüge aus einer Art Handreichung, die durch die deutsche UNESCO-Kommission in Zusammenarbeit mit den Museen erarbeitet wurde, wo die Museen selbst klar machen, wie sie sich verhalten sollen. Sie schlagen vor, dass man das Wort Restitution nicht benutzt. Ich lese ganz kurz vor, da eine Rechtspflicht zur Rückgabe nach den bestehenden Gesetzen nicht vorliegt, muss der Begriff Restitution abgewehrt werden. Sonst entsteht dadurch der Eindruck juristisch unsauberen Erwerbs. Der Begriff Restitution, Rückgabe muss so weit gefasst werden, dass keine moralische Verpflichtung zu erkennen ist. Dies ist der Ausgangspunkt jeder weiteren Erörterung. In die Diskussion um einen neuen Begriff wurde Transfer eingebracht. Heute wird Transfer nicht mehr benutzt, sondern Kooperation, Zirkulation und Restitution wurde ganz, ganz lange komplett vermieden. Jetzt, und in Frankreich ist es noch schwierig. Aber das war etwas, was mit dem Vokabular zu tun hat. Restitution ist moralisch gefärbt, also lieber nicht. Zweiter Punkt, Emotionalität. Trotz der für die Bundesrepublik Deutschland eindeutigen Rechtssituation in der Frage der Rückführung von Kulturgütern ist damit zu rechnen, dass ein öffentlicher bzw. moralischer Druck auf unsere Museen zukommen wird. Die Länder der Dritten Welt sind entschlossen, ihr Kulturgut wieder zu erlangen und daheim zu präsentieren. Dies ist ein weitgehend emotionaler Vorgang, der nicht gesteuert werden kann. Und danach kommt der Hinweis, dass eben jede Emotionalität im Gespräch vermieden werden soll und stattdessen immer auf juristische Ebene gesprochen werden soll, ob etwas legal oder illegal gekommen ist. Interessanterweise kommt die Emotionalität durch den Öffentlichen, durch die Öffentlichkeit, die eben hier als Feind auch sozusagen dargestellt wird. Und das Letzte, was mich ganz besonders interessiert, ist in der Rubrik Objektverzeichnisse zu finden. Objektverzeichnisse, zweiter Punkt, vor der Erstellung solcher Listen wird sowohl von Seiten unserer Völkerkundemuseen als auch der Kulturverwaltungen gewarnt. So würden Begehrlichkeiten erst recht geweckt. Also Intransparenz als Prinzip und das ist der Grund, warum heute in Deutschland, anders als in Frankreich, Großbritannien oder anderen europäischen Ländern, es keine öffentlich zugänglichen Museumsbestandslisten gibt. Ich habe vorhin erzählt, bis zu den 70ern sind die Museen sehr offen damit umgegangen. Ab der 70er, und das hängt damit zusammen, erzählen sie einfach nichts mehr. Wenn sie Kataloge suchen, sind es Informationen suchen, sind es sehr oft Kataloge aus vor den 80er Jahren. Und das ist der Grund, warum ich jetzt, wenn ich versuche, eine Haltung für die Gegenwart als Historikerin oder für die Zukunft mir zu erarbeiten oder wir uns, die wir daran arbeiten, scheint uns wichtig zu sein, genau an diesem Begriff der Restitution festzuhalten, weil der eben diese ganze historische Dimension mit sich trägt.
die Emotionen ernst zu nehmen, die mit diesem Themenkomplex zusammenhängen und sehr, sehr, sehr wichtig, die Transparenz der Bestände und der historischen Zusammenhänge zu fordern, einzufordern. Und da sind die Museen noch nicht so locker dabei. Sie wollen lieber ihre Informationen für sich behalten und das wird wahrscheinlich noch etwas dauern, bis sie einsehen, dass diese Taktik oder diese Abwehrmethode nicht mehr zeitgemäß ist. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld und beende eben mit dieser Briefmarke, die bestimmt weiterer Forschung harrt. Vielen Dank.